Aufnäher von Jottenland. Hallo, hier ist der Ralf von Jottenland und ich möchte euch heute ein bisschen was zu unserer Aufnäher erzählen, die mir seit viele Jahre schon für euch sticke. Aber da kommen einfach immer wieder viele Fragen dazu. Was ist möglich für so einen Aufnäher? Was gibt es für Aufmachungen? Was bedeutet dies? Was bedeutet jenes? Heatcut, Stickrand, Kettrand. Wie viel Farbe kann ich verwenden? Und wie sieht sowas konfektioniert dann auch aus? Dazu möchte ich euch jetzt einfach verschiedene Aufnäher dann auch vorstellen und ein bisschen was dazu erzähle. Der übliche Aufnäher, das ist einfach ein gestickter Aufnäher, der hat eine runde oder auch eine rechteckige Form, hat einen Kettrand, nennt sich das hier außenrum, ist gestickt. Das heißt, es sind einfach mit dem Faden, sind in den Rücke, in den farbigen Rücke diese Motive eingestickt. Hier ist weitestgehend einfarbig. Die bessere Aufnäher, die kommen stabilisiert mit einem Filzrücke und haben dann doch, ich sage jetzt mal, ja, einfach, die sind griffig, die sind stabil, die sind robust. Ein stabilerer Aufnäher kann man eigentlich fast immer finden. Im Gegenzug dazu gibt es die ganze Dinge auch in gewebt. Da sieht man jetzt, es sind einfach feinere Sachen möglich. Guckt euch mal die Schrift hier an und die Umrandung von der Schrift. Das geht bei einem gestickten Aufnäher in der Feinheit, geht es gar nicht mehr. Ihr seht hier auch schon, es sind verschiedene Formen möglich. Hier auch immer noch mit Kettrand, also auch ein gewebter Aufnäher kann einen Kettrand haben. Und genauso ein Filzrücke, also genauso stabil wie ein herkömmlicher gestickter Aufnäher auch. Nur die gewebte Oberfläche, die ist sehr fein, die ist sehr detailliert, auch sehr, sehr brillant. Vielleicht nicht ganz so robust wie ein gestickter Aufnäher. Übrigens nicht zu verwechseln hier mit diese gewebte Aufnäher. Das ist auch ein Webverfahren, allerdings eben nicht mit einem Filzrücke, sondern sowas nennt sich eher Webetikett. Das ist einfach ein sehr feiner, filigraner Aufnäher, auch stabil, aber wie gesagt, zur Sache für Sippabzeichen zum Beispiel oder Tuchlilie, da werden die häufig gern verwendet. Wenn ich so gestickte Aufnäher habe, dann geht jetzt unser Preismodell erstmal nach der Größe. Das ist bei einem runden Aufnäher relativ einfach. Da kann ich der Durchmesser rechnen. Da gibt es eine Preisklasse von 60 mm, 75 mm, 90 mm. Je nachdem, wie groß der Aufnäher auch sein soll. Bei einem rechteckigen Aufnäher, da ist es so, dass mir die Länge plus die Breite und das Ganze dann durch 2 dividiere. Das heißt, es ist so ein ausgemittelter Wert von der Größe des Aufnähers, den man da verwenden kann. An diesem hier seht ihr auch schön den Detaillierungsgrad, der hier mit der Zeichnung von der Jomsburg dann auch möglich ist. Und ihr seht auch, wo die Schrift schon grenzwertig wird in der Stickgröße. Also Buchstabe sollte mindestens mal gestickt 5 mm hoch sein, dass man die dann auch noch gut lesen kann. Auch bei so einem Freiform-Aufnäher ist es so, dass mir hier das eine Maß plus das andere Maß und das Ganze wieder durch 2 geteilt, der Durchschnitt von der Größe von so einem Aufnäher rechne, um die Preisklasse dann auch zu haben. Es gehen auch völlig freie Formen, also seht ihr, hier rage sogar die Schiene, rage hier aus dem Aufnäher raus, so dass wir diese Form entsprechende Motiv auch schneiden können. Wobei man hier aber dazu sagen muss, es gibt, da ist die Möglichkeit, nicht mehr da einen Kettrand zu machen. Aber diese einfache Aussparungen hier kann man das vielleicht auch hinkriegen, den Aufnäher mit einem Kettrand zu versehen. Aber spätestens bei diesen feinen Details geht ein Kettrand nicht mehr. Das Ganze nennt sich dann Stickrand. Hier, dieser gestickte Rand außenrum oder beziehungsweise das formgeschnittene nennt sich Heatcut, also heiß geschnitten. Die werden mit dem Laser ausgeschnitten. Da habe ich euch noch ein paar ganz nette Varianten, was da möglich ist. Ich finde diesen Helm hier, finde ich sehr schick mit seinen Aussparungen dann. Oder hier auch ein Aufnäher im klassischen Stil, aber wo einfach dieses Band rausragt. Auch da kann ich keinen Kettrand mehr machen, sondern eben den Stickrand, den Heatcut dann. Oder hier
Auch nochmal sehr schön formgeschnitten. Das Abzeichen von Hogwarts, das sieht man auch wieder vom Detaillierungsgrad, was machbar ist. Also in der Zeichnung gehen sehr, sehr feine Sachen, die man dann auch schön erkennen kann bei der Schrift. Und da muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich von der Größe her mit der Buchstabe noch so hinkomme, dass es gestickt auch zu lesen ist. Der Hintergrund bei so einem gestickten Aufnäher, das ist quasi hier der Stoff, auf den mit Garne letztendlich euer Motiv gestickt wird. Da kann man auch ein bisschen mit spielen, was ich hier habe auf dem Aufnäher, was ist eher der Hintergrund. Schrift kommt klarer auf dem Hintergrund, im Gestickte wird es dann wieder ein bisschen schwieriger, aber da kann man auch ein bisschen einfach bei der Gestaltung drauf achten. Diese Hintergrundfarbe ist im Grunde relativ frei wählbar und auch die Stickgarne sind frei wählbar. Also wenn ihr uns eine Vorlage gebt, wir haben bestimmt auch den passenden Hintergrund und die passende Farbe für den Aufnäher. Und hier sieht man jetzt nochmal schön diesen Stickrand. Hier hätte man jetzt von der Form her auch einen Kettrand nehmen können, aber die Gruppe hat sich entschieden, dass ein Stickrand bei diesem Aufnäher einfach schöner sein kann. Also es muss nicht immer dieser Kettrand sein, der auch ein bisschen aufträgt. Ja, dann jetzt nochmal kurz zu der gewebten Aufnäher. Also wo sieht man eigentlich den Unterschied? Wie gesagt, ich habe euch vorhin schon in der Einleitung gesagt, der ist genauso verarbeitet, der hat seinen Kettrand, der hat seinen Filzrücken und ist doch gewebt, das Ganze. Hier seht ihr einfach zum Beispiel bei der kleinen Ziffern und in der Detaillierung von der Motive, da ist einfach sehr viel mehr möglich, was die Feinheit des Ganzen angeht. Ich habe noch einen, wo man auch schön sehen kann, dass hier viel feinere Geschichte, vor allem die Umrandung von der Schrift dann auch, das wäre jetzt beim Sticken eben gar nicht möglich, sondern dort kommen diese Effekte eher durch das Erhabene vom Stickgarn dann auch raus. Also sowas Feines könnte man gar nicht sticken dann. Oder hier noch ein dritter, der Baden-Powell von Leuchtfeuer letztes Jahr. Auch da die Figur sehr filigran und so, dass sie gut zu erkennen ist. Ja, und dann gibt es für die Aufnäher hier auch verschiedene Möglichkeiten, wie der Rücke gestaltet sein kann. Ihr habt gesehen, ein einfacher Filzrücke, das ist ein Aufnäher, den man einfach aufnäht. Ich kann ihn hier aber auch mit einem Klettverschluss versehen, sodass ich diesen Aufnäher dann auch ankletten kann. Zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Also hier auch ein Aufnäher mit Klett. Da hat quasi hier aufgedoppelt eine Klettschicht, die ich dann abziehen kann. Und dann habe ich nachher zwei Teile. Ich habe eben diesen Klettfilz und diesen Klett mit der Klammer am Aufnäher selber. Kann mir den auf die Jacke nähen und dann den Aufnäher einfach wieder auf dem Klett hier anbringen. So rum, ist schon richtig. Ja, und dann ist oft die Frage, was brauchen wir für eine Vorlage, um so einen Aufnäher dann noch sticken zu können. Idealerweise habt ihr für uns eine Computergrafik. Das muss jetzt nicht aus irgendeinem professionellen Programm sein, sondern es reicht als Auswurf ein einfaches JPEG, wo dieses Bild von dem Aufnäher dann auch auf quasi per Mail oder wie auch immer zu uns kommt. Ein einfaches JPEG ist von seiner Auflösung her völlig ausreichend, um die Aufnäher nachher auch sticken zu können, weil die, auch wenn es so sehr fein detailliert ist, die gestickte Auflösung von so einem Aufnäher ist immer geringer als das JPEG. Ihr könnt uns auch Photoshop oder Illustrator oder CorelDRAW oder was auch immer an Datei liefern. Eine PDF-Datei ist auch sehr praktisch, da können wir alles mit arbeiten, ein einfaches JPEG reicht aus, genau. Was es uns sehr wenig schwer gemacht ist, wenn er diese JPEGs in eine Word-Datei reinpackt und uns in die Word-Datei schickt oder so, dann muss man das Bild wieder rausholen. Also von daher einfach das Bild selber oder ein PDF oder was auch immer. Das funktioniert. Also reibungslos vom Datentransfer. Da haben wir keinerlei Ansprüche. Es geht auch eine schön gezeichnete Skizze, wo euer Aufnäher einfach so gestaltet ist, wie er dann von der Skizze her aussehen soll. Was nicht geht, ist einfach so ein Entwurf, sage ich jetzt mal, wo ihr halt ein bisschen mit dem Bleistift drüber kratzelt und Dingeskirchen, wo ihr eine schöne Vorstellung im Kopf habt, aber das noch nicht wirklich so zu Papier gebracht hat. Also da brauchen wir einfach was schön gezeichnetes. Dann können wir das auch umsetzen. Es muss eben nicht immer mit dem Computer bearbeitet sein. Ja, und was ihr uns auch noch liefern könnt, sind einfach
Aufnäher, die ihr kopiert haben wollt, also wenn ihr einen schönen Aufnäher habt, der schon bei euch auf dem Hemd drauf ist und der einfach nachproduziert werden soll, weil euch die Vorräte ausgegangen sind, dann könnt ihr uns einfach diesen Aufnäher schicken. Oder noch viel einfacher, ihr macht einfach ein gutes Foto von diesem Aufnäher und schickt uns das dann. Das sind auch zwei Möglichkeiten, nach denen wir produzieren können. Also es muss nicht die Computervorlage sein, die uns dann nochmal liefert. Ihr könnt uns dann ein Bild von dem Aufnäher oder der Aufnäher selber auch geben. Da können wir den dann auch entsprechend produzieren. Ja, in aller Regel, wenn er bei uns Aufnäher bestellt, dann bestellt er nicht einen Aufnäher, sondern bestellt eine bestimmte Stückzahl. Er sagt, ihr wollt 20 haben, ihr wollt 100 haben, ihr wollt 300 haben. Da ist für euch auch wichtig, dass die Preisstaffel, je mehr ihr bestellt, umso günstiger wird der einzelne Aufnäher. Das merkt man ganz deutlich bei der kleinen Stückzahl wie 20 oder 30 Stück. Da wird ein Aufnäher ruckzuck sehr teuer und dann merkt man plötzlich, oh, wenn ich 100 oder 200 nehme, das ist ja fast nicht in der Summe fast nicht viel teurer, weil der einzelne Aufnäher deutlich günstiger wird. Das liegt einfach daran, dass wir Einrichtungskosten haben, wir müssen die Stickprogramme schreiben, die Maschine muss eingerichtet werden, das heißt, diese ganze Fäde und so weiter muss eingelegt werden. Das ist eigentlich die meiste Arbeit an so einem Auftrag und wie viel Aufnäher da nachher durchlaufe, das ist dann eher so von der Stückzahl her jetzt nicht so wichtig. Deswegen wird es auch schnell günstiger, wenn ihr dann viele davon bestellt. Genau. Einzelne Aufnäher haben wir allerdings auch im Sortiment. Die kann man dann bei uns auch bestellen. Da mein vorderster Freund zum Beispiel unseren Jottland-Aufnäher, also wer Fan von uns ist und sich sowas gern aufs Hemd nähen würde, der kann sich bei uns hier mit unserem Logo dann auch bedienen. Und wir haben auch noch zwei kleine Memes geschaffen. Die zeige ich euch jetzt auch noch. Da haben wir eines haben wir hier. Zelte mit Feuer im Herzen, eine Kote mit Feuer und eine herzliche Rauchwolke oben drüber. Ein kleines Meme sozusagen, ohne Hinweis auf Jütland, aber einfach die etwas geheimere Variante, um zu zeigen, dass ihr gerne mit Feuer im Herzen Zelte geht. Ja, oder was wir jetzt auch für die, wir haben ja noch eine Facebook-Gruppe, die German Black Tent, die dann auch weniger auf Jütland gemünzt ist, sondern so ein bisschen die Allgemeinheit auch bedienen soll. Da haben wir auch noch ein Logo dafür geschaffen und auch das gibt es als Aufnäher. Auch eine Kote mit einem Feuer drin. Seht, braucht gar nicht viel Text, gar nicht viel Schrift, man kann schöne Aufnäher machen. Damit möchte ich mich eigentlich auch schon verabschieden. Ich denke, ich habe euch jetzt einiges erzählt über die Aufnäher. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann postet sie einfach unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Abo da oder gebt uns einen Daumen hoch. Freut uns immer, spornt uns an, dass es weitergehen kann mit unseren Videos. Und von daher sage ich Dankeschön. Tschüss, euer Ralf von Jotteland.